Flieg, Freundin. Steh mir bei. Zeig mir, was vor uns liegt. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggerät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uba und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgret hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Er ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Das kostet dein Leben! Das ist zu büßen! Fahr zur Hölle!
Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Christus wird uns beistehen. Leiden. Komm zurück und stell dich mir!
Bernard. Hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgrat. Du bist Ivars Späher. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgrat selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden, aber erst nicht in Leggarkester. Woher willst du das wissen? Leofrid kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgrats Frau, Lady Ethelsweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgrat sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Ivar, los, bring mich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Deine Zeit! Was? An meiner Seite. Was soll ich tun? Kämpfe, los, kämpfe! Erinnerst du dich an Ragis Doppelstoß? Bist du verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Ivar? Giobert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt! Ivar hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedun und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgrets Frau Ethelsweet ist im Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Nehmt alles!
stapelt die Soldaten hier? Sollen die Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet?
Was siehst du? Ja! Verschwinden wir von hier. Hier können wir nicht segeln. Guter Wind zum Segeln, Eivor. Segeln! Mann, den Wind! Strecke deine Flügel, Sünen. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed my words gain wings. All things need I thought will bring. Noble deeds thine honor sing. The brave men slain Valkyrier way. Reward for strain to fall her pay. Then horns resound the mighty hall. For those who fight, for those who fall. For those who fight, for those who fall. His fate and cheer, a blood-red surge, the warrior's shield. Ravens scan the battlefield. Ravens scan the battlefield. The beaten blaze of trail of breath, rolling gaze upon the dead. Horns resounds the mighty horn. For those who fight, those who fall. For those who fight and those who fall. May all resound the mighty hall. For we who fight, for we who fall. Jetzt bezahlst du für deine Sünden! Dein Leben gehört Odin!
versteckt. Seht mal da, ein Riese. Spiel Versteck mit uns, Riese. Ich wette, du bist richtig gut. Hilf mir, sei meine Augen. Björn Blutzahns Höhle sollte hier in der Nähe sein. Das muss Björn der Berserker sein. Wolfshemden, Koster von Blumen, nennt uns Schildbeißer, Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut. Bald, Alfild. Bald. Ein Mann, der an der Seite eines großen weißen Bären kämpft. Du bist Björn Blutzahn.
Frag die Toten. Was erzählen sie dir? Sie sagen, wir wollen keine Formwandler in diesen Landen. Sie wollten mich tot sehen. Sie waren nicht die Ersten. Und du? Willst du dir einen Namen machen? Eine Leiche mehr auf meiner Schwelle macht keinen Unterschied. Ich bin nicht hier, um gegen dich zu kämpfen, Björn. Ich bin Eivor vom Rabenclan und biete dir einen Platz in unserer Halle. Ich habe keinen Clan und brauche auch keinen. Du lebst lieber allein hier mit deinem Bären? Ich übe lieber Rache an dem Mann, der meine Frau erhängte und den Krähen überließ. Wer ist dieser Mann? Ein mercischer Ätherling, dessen Name meine Lippen nicht besudeln soll. Er hat viele Männer, womöglich ein Heer. Doch das hält mich nicht auf. Dann lass mich dir helfen. Wenn du wahrlich deine Frau rächen willst, darfst du nicht im Kampf fallen. Ich denke darüber nach. Njal, geh mit meiner Bären. Füll ihr den Bauch. Und wenn Njal dir vertraut, wer weiß, vielleicht kannst du mit mir kommen. Du bist zahm für solch ein wildes Tier. Ist das so? Sag mir, was frisst so ein Bär wie du? Was immer du willst, hä? Am besten zeigst du es mir. Skalden sagen, Björn trug dich in die Schlacht, als du noch ein Junges warst. Zog dich auf, wie man ein Kind aufziehen würde. Deine Lieblingsblumen? Das ist aber kein Futter, Njal. Erinnert mich an den Sommer in Nordwege. Wir hatten solche Felder unweit von Hemings Halle. Ich verstehe, warum Björn dich gern in seiner Nähe hat. Fisch. Dabei kann ich dir helfen. Fischpfeile. Dann fange ich mal was für Njal. Was siehst du, alte Freundin? Thank you.
Ah!